Heute zeige ich euch, wie man mit Hefewasser diese köstlichen Süßkartoffelbrötchen macht. Frisch gebacken sind sie außen knusprig und innen ganz soft. Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Heute zeige ich euch eine tolle Variante, um noch mehr Vielfalt in euren Alltag zu bringen. Denn nichts ist langweiliger, als jeden Tag das gleiche Brot oder die gleichen Brötchen zu essen. Diese Brötchen sind vom Abend des Vortages. Ich konnte sie erst aufschneiden, als sie abgekühlt waren. Die waren super heiß. Da waren sie so knusprig, als hättet ihr Pommes in der Hand. Und guckt mal innen, ganz tolle Porung und ganz saftig. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Ich habe hier einige Süßkartoffeln. Die habe ich mit dem Sparschäler geschält. Die Ecken nehme ich jetzt hier einfach ab und packe das in einen Topf. Wasche die Kartoffeln und dann schneide ich sie mal eben so in grobe Würfel. Also ziemlich einfach. Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr vielleicht noch Süßkartoffeln übrig habt vom Vortag, könnt ihr die benutzen. Hier sind meine Würfel mit ein bisschen Wasser und das Ganze koche ich jetzt weich. Hier könnt ihr sehen, frisch aus dem Topf, das dampft noch richtig. Und dann kann man die einfach zermanschen. Das Tolle bei den Süßkartoffeln ist, im Gegensatz zu den normalen Kartoffeln, das ist viel einfacher. Also die lassen sich viel besser zerkleinern. Ihr braucht kein extra Equipment, keine Küchenmaschine. Das klappt immer ganz gut. Das genaue Rezept findet ihr übrigens unten unter dieser Videobeschreibung. Dann habt ihr nochmal alles im Detail. Ich mache wie immer die doppelte Menge, denn es lohnt sich. Ihr könnt die Brötchen wieder einfrieren und dann aufbacken. Ich habe hier also 1 Kilogramm Mehl und nehme deswegen 2 Löffel Zuckerrübensirup. Auch bei dem Salz, was jetzt dazu kommt, habe ich die doppelte Menge verwendet. Aus der unten angegebenen Menge bekommt ihr 8 große Brötchen oder halt 16 kleine. Hier ist das Hefewasser, das kommt hinzu. Alles hierzu, was ihr wissen müsst, verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Vor allem, wenn ihr neu seid, dann erfahrt ihr da nochmal einiges Wissenswertes. Dann habe ich jetzt hier die zermanschten Süßkartoffeln. Und das gibt dem Brötchen so eine tolle Farbe, also wirklich klasse. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen oder wenn ihr es nachbackt, wie es euch gelungen ist. Das Ganze wird jetzt kräftig durchgerührt. Bei mir waren das jetzt locker 10 Minuten. Ich habe das mit meiner Küchenmaschine gemacht und da ich Weizenmehl genommen hatte, war das auch völlig in Ordnung. Solltet ihr alternativ Dinkelmehl nehmen, dann bitte nur bis zu 8 Minuten circa durchkneten. So sieht das Ganze aus und dann lasse ich es über Nacht stehen, habe es mit einer Folie abgedeckt und guck mal, wie toll das aufgegangen ist. Bei der selbstgemachten Hefe dauert das Aufgehen länger, also es kann auch durchaus sein, dass das einen ganzen Tag dauert. So, dann habe ich jetzt hier meinen Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche gegeben. Bei dem Mehl habe ich jetzt nochmal Vollkornmehl genommen. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen griffiger, wenn ihr solche weichen Teige habt. Und hier ist jetzt auch schon die Hälfte des Teiges, also tatsächlich die 500 Gramm. Das habe ich mir nämlich schon mal aufgeteilt. Und das forme ich jetzt einfach zu einer Kugel und zerteile die erst einmal mit meinem Tortenprinzip. Die, die meine Videos kennen, kennen das schon. Und zwar teile ich es wie eine Torte erstmal in der Mitte und diese Stücke viertel ich dann. Und da das ja 2 Hälften sind und 2 mal 4, ergeben das 8 Stücke. Ihr könnt jetzt auch nochmal, wenn ihr wollt, das zu den Kugeln rollen und dann nochmal halbieren. Das funktioniert natürlich auch nochmal. Dann habt ihr kleinere, süßere Brötchen, vielleicht für einen leckeren Grillabend. Denn diese Brötchen kann man zwar auch mit Süßem essen, aber es schmeckt auch sehr gut mit Deftigem. Vielleicht schön mit Kräuterbutter oder so einem schönen Kräuterquark. Wirklich sehr einfach und so lecker. Ich nehme jetzt hier einfach ein Stück. Das klebt ein bisschen, deswegen habe ich noch mal ein bisschen Mehl drüber gestreut und versuche da jetzt erstmal Spannung drauf zu bringen. Mehlt eure Hände zur Not noch mal ein und dann schleife ich das Brötchen an meiner Hand. Das könnt ihr auch auf der Arbeitsfläche machen. Und wenn ihr da unten noch so ein Loch habt wie ich, dann knipse ich das noch mal zu. So, und schleife das noch mal, mehle das noch so ein bisschen. Und dann könnt ihr das auch schon auf ein Backblech legen. Ich habe hier ein Backpapier genommen und auf ein Backblech gelegt und da sind dann die Brötchen drauf gekommen. Und das war die erste Variante, die ich gemacht habe. Hier ist jetzt noch eine zweite Variante. Also ich habe eine Variante mit diesem Zuknipsen gemacht, ein Blech. Und das zweite Blech habe ich ein bisschen anders, weil ich wissen wollte, wie das von der Form was schöner ist. Da habe ich das jetzt auch gerollt, ein bisschen Spannung aufgebaut, gerollt. Und unten, das, was sich da bildet,
habe ich diesmal nicht zugeknipst, sondern das ist dann meine Oberseite und das soll dann ganz natürlich beim Aufbacken aufplatzen. Wie gesagt, ich gebe alle Brötchen auf ein Backblech. Links sind die, wo ich die Unterseite zugeknipst habe. Rechts, die werde ich nicht einschneiden, die sollen ja natürlich aufplatzen mit dieser kleinen Stelle. Wenn ihr die Brötchen einschneidet, macht das Messer ein bisschen nass. Das müsst ihr eventuell nochmal wiederholen, das war jetzt bei mir der Fall. Dann klappt das immer ein bisschen besser. Und ich schneide das meistens gar nicht ein, sondern drück einfach nur das Messer hinein. Das funktioniert völlig und ist auch ganz einfach. Alternativ, ich verlinke euch oben mal mein Video zu den Kartoffelbrötchen. Da könnt ihr nämlich auch mit der Schere das so einschneiden. Klappt auch ganz wundervoll. Und diese Brötchen sind auch ganz lecker und fantastisch. So, ich heize dann den Backofen vor bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, stelle auch nochmal eine Schüssel Wasser hinein. Und wenn ich die Brötchen dann hineingebe, besprühe ich diese nochmal mit ein bisschen Wasser. Und bei mir hat es circa 30 Minuten gedauert. Es kann auch sein, dass die schon nach 20 Minuten bei euch fertig sind. Und guckt euch die mal an. Also die sehen so toll aus. Und nicht nur das, die schmecken auch echt fantastisch. Gefällt euch dieses Video? Dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und teilt es, damit so viele wie möglich erfahren, wie einfach und köstlich Gebäck mit dem Hefewasser ist. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie man Hefe einfach selber macht und Köstliches damit backt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Liebe Grüße und lasst es euch gut gehen, eure Emma.